Hallo, ich grüße euch. Heute ist der 23. September 2020. Ich gucke mir ja öfters mal so Querdenken-Videos an, auch wenn sie mich intellektuell nicht herausfordern, aber ich höre dann immer, wie sie reden, also immer so mal so oft. Die Pandemie sei vorbei. Angeblich. Es wird keiner krank, keiner stirbt. Tja, reißt lieber eure Masken herunter und freut euch des Lebens. Also mein Video handelt nun davon, dass dieses ein Trugschluss ist. Eine Pandemie ist ja immer weltweit, sonst wäre es keine Pandemie. Also wenn wir die Pandemie betrachten, dürfen wir unseren Fokus nicht immer nur auf Deutschland haben, sondern wir müssen auch im Blick haben unsere Nachbarländer, Frankreich, Spanien, Dänemark, Tschechien und wenn wir noch weiter gucken wollen, Israel, Indien und so weiter. In diesen Ländern ja die Infektionszahlen rasant ansteigen, nicht so wie in Deutschland. In Deutschland steigen sie etwas an, aber es geht so noch und es landen jetzt auch nicht so viele ins Krankenhaus, weil sich viele junge Menschen infizieren, so die Partys feiern und dann vergessen sie den Abstand zu halten und solche Geschichten. Und der heutige Stand der Covid-19-Erkrankten, die ein Intensivbett haben da in den Krankenhäusern, ja, das sind heute genau 293 Covid-Fälle. Davon werden 159 Patienten beatmet. Also sowas meldet die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Und mit dieser Anzahl von Intensivbetten kommt Deutschland natürlich leicht zurecht. Ja. Und am 13.8. waren es aber weniger Intensivbetten. Damals waren es 234 Intensivbetten und 139 davon mussten beatmet werden. Also man sieht schon, am 13. August 234, jetzt sind es 293 Fälle, ist ein bisschen mehr, aber es ist auch nicht sehr schlimm angestiegen. Es hält sich in Grenzen. Wir müssen aber auch bedenken, dass etwa 5% der Covid-Kranken, die ins Krankenhaus kommen, dann leider versterben und diejenigen, die ans Beatmungsgerät waren, da sind die Todesfälle noch viel höher. Also es sterben schon Menschen an diesem Virus, aber natürlich jetzt nicht so viel, längst nicht so viel wie im April oder so. Insofern ist die Lage in Deutschland noch sehr übersichtlich. Wir haben einige Hotspots und so, aber viel mehr jetzt auch nicht. Und der Bundesgesundheitsminister und der Ethikrat in Deutschland, sie gehen davon aus, dass wir keinen Lockdown mehr verhängen müssen, der dann für ganz Deutschland gilt, sondern es wird halt gezielt mal nach Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel jetzt zurzeit in München, dass man auf manchen großen Plätzen eine Maske tragen muss. Aber dass es zu einem großen Lockdown kommt, davon ist überhaupt nicht die Rede. Trotzdem behaupten Menschen in den Querdenkenkreisen, Deutschland bereite einen Lockdown vor
und sogar eine Zwangsimpfung. Aber es sind ausgerechnet Sie, die Querdenken-Leute, die eine Panik verbreiten. Aber Sie werfen unseren Politikern, unseren Virologen und so vor, dass Sie Panik verbreiten, was aber nicht stimmt. Und natürlich wollen wir auch keinen harten Lockdown mehr haben. Wir brauchen ja bloß an die Wirtschaft denken, an die Schulen und so weiter. Wir Menschen müssen ja auch irgendwie leben. Wir müssen uns ja nicht andauernd einsperren, das auf keinen Fall. Sondern wir haben ja in dem letzten halben Jahr sehr viel über das Virus gelernt. Also nicht ich, mehr die Spezialisten. Ja. Und darum können wir heute auch anders mit der Pandemie umgehen als damals im März und April. Eigentlich ist das doch logisch. Ja, es ist ganz logisch. Das müssten ja nur die Querdenken-Persönlichkeiten da in diesem Verein oder Bewegung, das müssten sie ja bloß mal verstehen. Aber sie suchen sich immer wieder Gründe, um die Politik schlecht zu reden, um Virologen schlecht zu reden. Viele Virologen haben gesagt, im Sommer haben wir weniger Infektionen. Und mit dieser, Prophezeiung haben sie sogar recht gehabt. Aber der nächste Winter kommt doch bestimmt. Die Situation der Pandemie in Frankreich, Spanien, Dänemark, Tschechien, Israel, Indien. Ich habe die Länder schon genannt und das sind nur einige Länder. Es gibt noch mehr Länder. Ja, in diesen Ländern ist die Situation sehr kritisch. Ein Beispiel: in Frankreich infizieren sich täglich etwa 10.000 Menschen. Es ist nicht so, da wird keiner krank, doch da werden Menschen krank. Viele. Und man befürchtet, dass die Krankenhäuser sich da überfüllen und was weiß ich. Ja. Menschen, die da schon mal im Krankenhaus gewesen sind, kommen dann nach Hause. Man sagt immer so, gesund entlassen. Aber in vielen Fällen sind diese Menschen, viele Menschen, nicht gesund, sondern leiden dann leider noch an den Spätfolgen, an den Nachwirkungen diese Erkrankung. Viele haben dann immer noch Schwierigkeiten mit der Atmung, mit der Lunge. Also nicht nur wegen der Lunge, auch das Atemzentrum im Gehirn kann angegriffen werden oder haben keinen Geruchs-, keinen Geschmackssinn, was man vielleicht ja noch aushalten könnte. Aber es gibt eben auch Fälle, da haben Menschen Wortfindungsstörungen, Erinnerungslücken und solche neurologischen Symptome kommen doch verhältnismäßig oft vor. Die kommen schon vor, es ist keine absolute Seltenheit. Covid-19 ist ganz allgemein gesagt eine Multiorgankrankheit. Ja. Sie geht praktisch auf alle Organe, ja, also Herz, Niere, alles, was da so im Bauch drin ist, ja, kann praktisch durch Covid-19 beeinträchtigt werden. Es ist nicht nur eine Lungenerkrankung, aber ich werde mich da medizinisch nicht detailliert da jetzt drauf einlassen, weil ich kein Mediziner bin. Sonst würde man ja sagen, ich mache auch wieder Fake-Videos. Nein, ich mache keine Fake-Videos. Ich wollte jetzt nur darstellen, Covid-19 ist keine Lungenerkrankung, die dann irgendwo mal weggeht, sondern sie kann auch andere Organe angreifen, auch das Blut. Gerinnungsstörung ja deswegen gefährlich, weil ja auch Thrombosen dann leicht entstehen können. Nicht so selten wie auch so neurologische Störung. Also bitte, liebe Querdenker, ich möchte schon, dass sich keiner von euch ansteckt. Ich meine, ich trage meine Maske, ja, kein Problem damit. Mein Mann gewöhnt sich ja daran, mein Gott, wie lange dauert es denn, dass ich mal so in ein Geschäft gehe und wieder rauskomme, 10 Minuten, Viertelstunde, dann dürfte ich die Maske da wieder absetzen. Ist das so tragisch oder mal im Bus eine Maske aufsetzen? Ist doch kein Problem. Da muss ich ehrlich sagen, warum stellt ihr euch so an?
Es ist überhaupt nicht schlimm, eine Maske zu tragen. Für kleine Kinder weiß ich nicht. Also ich habe mal so eine ältere Dame gefragt, die ich so kenne in meinem Bekanntenkreis. Ja, teilweise habe ich mal gefragt, ja, wie ist das so mit Kindern? Haben die Probleme mit einer Maske? Diese Frau hat mir gesagt, ja, mit der Maske selber haben sie nicht solche Probleme oder hätten sie nicht solche Probleme, weil sie machen es halt den Erwachsenen nach und dann setzen sie das Ding auf, ist so mehr spielerisch, was viel schlimmer für die Kinder war. Und das verstehe ich auch. Das war eben dieser harte Lockdown, wo man in seiner Wohnung fast eingesperrt war. Ja, man durfte auch nicht auf den Spielplatz oder irgendwo da so hin. Und sie durften dann auch nicht mit den Freunden spielen und so weiter. Und das ist halt besonders schlimm und das kann ich auch gut nachvollziehen. Dieser unterbrochene Kontakt zu den anderen Menschen, zu den Freunden, Schulkameraden. Das ist, glaube ich, das Schlimmste gewesen für die Kinder. Und darum finde ich es gut, dass die Kinder jetzt wieder in die Schule gehen. Aber wir haben Verantwortung für die Kinder, dass unsere Kinder gesund bleiben. Sie stecken sich ja nicht in der Schule an, sondern in ihrer Freizeit. Und darum setzen wir uns doch lieber eine Maske auf, halten Abstand und sorgen dafür, in unserer Gemeinschaft in Deutschland, dass wir die Pandemie gut überwinden und dass wir nicht die Bildung unserer Kinder stehlen. Querdenken redet doch von Menschheitsfamilie, Liebe, Freiheit. Ja? Das Tragen einer Maske ist ein Akt der Liebe und Solidarität und der Menschenfreundlichkeit. Beschäftigt euch alle mal damit, warum der Herr Bhakti so ganz anders redet als der Herr Drosten. Er hat ja irgendeinen Grund. Beschäftigt euch bitte damit und diskutiert darüber mit anderen Menschen. Ich diskutiere im Internet manchmal mit Querdenken, mit manchen Leuten dort. Ja, weil ich eine andere Meinung vertrete, bin ich dann gleich ein Troll, ein finanzierter Staatstroll, ein Schlafschaf und so weiter. Das wird sehr schnell mit Beleidigungen um sich geschmissen. Sperrt doch diesen Troll, obwohl ich nur meine Meinung sage. Ja, ihr seid doch für Meinungsfreiheit. Also bitteschön, ich darf meine Meinung sagen und dann dürfen wir konstruktiv diskutieren. Ja, und wenn wir konstruktiv diskutieren können miteinander, ich und der Querdenker oder ein anderer mit den Querdenkern, ja, dann wird es auch eine ernsthafte und fruchtbare Diskussion. Alles andere ist doch nichts. Also, das wollte ich euch noch sagen. Vor allem wollte ich euch sagen, Rücksichtnahme, Respekt, Solidarität, auch an andere Menschen denken, an die Gesundheit anderer Menschen und deswegen eine Maske aufsetzen. Ja, das wünsche ich mir für Querdenken, das wünsche ich mir für alle Menschen, das wünsche ich mir für Deutschland, damit wir die Pandemie gut überstehen. Vielen Dank, das war's erstmal für heute.